Wie ihr ja schon wisst, haben wir uns auf diesem Kanal schon ausgiebig den Superfoods Kurkuma und Ingwer gewidmet. Zeit für den beliebten Scharfmacher Chili. Deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du ganz einfach, wie immer, zu Hause deine eigene fermentierte Chili-Paste selber machen kannst. Seine Superpower verdankt der Chili seinem Wirkstoff Capsaicin. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. In vielen Studien konnte schon nachgewiesen werden, dass Chili vollgepackt ist mit entzündungshemmenden und antioxidativen Wirkstoffen, die auch noch unseren Appetit zügeln. Und das klingt doch eigentlich ziemlich cool, oder? Und wie macht der Chili das? Naja, weil es brennt, erhöht es unsere Körperkerntemperatur und bewirkt damit eine verstärktere Kalorienverbrennung. Übrigens wurde auch festgestellt, dass alle, die Chili regelmäßig in ihren Speiseplan integriert haben, weniger Lust verspürten, irgendwas Salziges, Fettiges oder Süßes zu essen. So, ich finde persönlich, das klingt ziemlich verlockend. Daher ab in die Küche und wir machen uns jetzt zusammen unsere fermentierte Chili-Paste. Die Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox nochmal verlinkt. Also lasst uns anfangen. Erstmal schnibbelt ihr alle eure Zutaten klein. Und zwar habe ich jetzt hier ungefähr eine Tasse Chilis gekauft, eine Tasse Paprika und, weil wir daheim immer sehr gerne Knoblauch essen, ihr dürft definitiv gerne weniger verwenden, ne? Noch eine gute Handvoll Knoblauch. Das alles wird erstmal klein geschnitten und danach in ein Glas gegeben. Mit einem Gemüsestampfer oder wie immer man dieses Teil nennt, keine Ahnung, wir haben halt so eins aus Holz, quetscht ihr jetzt halt euer geschnittenes Gemüse so lange, bis Saft aus eurem Gemüse heraustritt. Und wenn dieser eigene Saft euer Gemüse fast vollständig überdeckt, dann gebt ihr noch ein bisschen lauwarmes Wasser hinzu. Aber vorab lösen wir noch so circa einen Teelöffel Salz in diesem warmen Wasser auf. Das Salzwasser sollte eigentlich euer Glas dann fast vollständig ausfüllen und jetzt heißt es nur noch Deckel draufschrauben, aber bitte aufpassen, wirklich den Deckel eigentlich sehr locker draufschrauben, damit noch genug Luft rausgehen kann und dann stellen wir unser Glasel für so circa 2 bis 3 Tage an einen warmen und lichtgeschützten Ort. Und nach diesen 3 Tagen könnt ihr jetzt, wenn ihr sehr motiviert seid, mit einem Extraschritt, das habe ich jetzt nicht gemacht, ehrlich gesagt, ich war zu faul, jetzt eigentlich noch in den Blender hauen und zu einer Paste oder zu einer Soße pürieren. Das wäre eigentlich richtig geil, aber ich habe einfach nur nochmal durchgeschüttelt, Deckel ganz fest draufgeschraubt und dann in den Kühlschrank gestellt. Und dort hält sich es dann problemlos einen Monat circa. Aber wie gesagt, wenn ihr das jetzt wirklich so zu einer pürierten Paste haben wollt, dann einfach nach diesen 3 Tagen nochmal in den Blender schön fein pürieren und dann einfach in den Kühlschrank stellen. Vielleicht fragst du dich jetzt noch abschließend, ja Hermine, warum jetzt überhaupt eine fermentierte Chili-Paste? Kann ich denn nicht einfach ohne fermentieren? Natürlich kannst du auch ohne. Müssen tust du gar nichts. Aber alle, die mich schon jetzt länger kennen, wissen, ich bin ein absoluter Fermentier-Junkie aus folgenden Gründen. Erstens, Fermentieren ist ein Verfahren, was eigentlich lange Zeit praktiziert wurde von Leuten, bevor Konservierungsmittel erfunden wurden. Das heißt, im Umkehrschluss, es macht dein Lebensmittel viel, viel länger haltbar. Und das heißt, du kannst es einmal machen und dann steht es wirklich ein paar Monate im Kühlschrank, ohne dass du dir Sorgen machen musst, oh, ich muss es aufessen, bevor es schlecht wird. Manchmal hat man ja diesen Druck dann doch, wenn man es vergisst. Und außerdem ist, wir wissen ja jetzt mittlerweile, ist überall in den Medien, dass fermentierte Lebensmittel auch unser Immunsystem so schön stärken, weil es unsere Darmflora stärkt, wo der eigentliche Sitz des Immunsystems ist, wird umgangssprachlich ja immer so gesagt. Und all das stärkt einfach unglaublich deine Gesundheit, was ich glaube, ist in diesen Zeiten ganz, ganz besonders wichtig ist. Und falls du immer noch ein bisschen skeptisch bist und denkst, nee, fermentieren, weiß ich nicht, wo ich da überhaupt anfangen soll, wie Bakterien sind da auch noch drinnen. Ich habe vor über einem Jahr einen kostenlosen PDF-Guide erstellt, der schon super vielen Leuten geholfen hat. Den findest du unten in der Infobox, da zeige ich dir, wie du ganz einfach Dinge fermentierst. Punkt, basta, aus. Da geht ja nichts mehr schief. Wenn du diese Tipps kennst, kennst du dich auch schon grob aus mit diesem ganzen Thema Fermentieren.
Es ist überhaupt nicht kompliziert. An dieser Stelle vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Was ist denn dein Lieblingsrezept mit Chili? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, ich freue mich immer, von euch zu hören und was Neues dazu zu lernen. Ich freue mich, euch auch wieder übernächste Woche Dienstag bei einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt fit und gesund. Pfiat die!